Willkommen zurück zu Dragon Quest Treasures! Wir sind im Winterthal. Wie ihr sehen könnt, ist da hinten das dritte der drei, der sieben Drachensteine. Wenn wir das angesammelt haben, haben wir drei. Und wir gehen aber gerade noch an den Weg entlang, den wir gar nicht angegangen sind. Wir sind einfach quer durch irgendwie, warum auch immer. Außerdem müssen wir in der kühlen Kuppe, da müssen wir noch einen starken Gegner angeblich besiegen. So wurde er uns beschrieben. Und da ist noch ein Ballon. Da ist ein Ballon. Und da oben. Kann ich ihn erwischen? Wo landet der? Gar nicht? Warte, kann ich wirklich einfach geradeaus so werfen? Theoretisch? Also einfach so? Oh! Das klappt! Warum klappt das? Das ist seltsam. Das sollte nicht klappen. Aber gut, dann ist es halt so. Die ist ja klein. Gut. Mit einem. Und eine Schatzkarte. Ein neues Gewürf für uns. Aber. Oh, no, noch eine. Okay. Ich glaube, den Weg zu den ganzen Schatzkarten mache ich immer offscreen, weil das ist ja. Das wäre, glaube ich, ziemlich boring. Wenn ich die ganze Zeit immer. Wenn ich einmal hinrennen würde. Schon. Und sehr schön, dass es klappt. Warum ist da einer mitten im Wasser? Warum ist da einer mitten im Wasser? Ja? Wie einfach. Ein Gegner? So. War mal ein Gegner, schätze ich. Und eine weitere Medaille. Ja, komm hier, nimm alle. Nimm sie, fress sie, buff dich hoch, bis du das stärkste Golem von allen bist. Sag's keiner, aber du bist mein Lieblingsgolem von allen. Ja, das gefällt mir, ne? Da schmeißt er mich direkt hoch. Kollege. Das sind halt Kollegen. Ja, wie kommen wir denn da rein? Da ist ein Schatz unter mir. Und da ist noch ein Schatz. Man kann hier einfach rein. Müsste ich instant sterben, weil es hier so kalt ist, dass ich mir die Haut abfriere? Kasselrolle. Warum hat das Würstchen dann ein Gesicht? Erhöht die Magie und maximal KP. Nee, MP. Und ist ein Lieblingsessen von Draco. Also Draco haben wir ja bei uns. Aha. Wir hatten wirklich sehr, sehr viel Glück gehabt mit Zahnhieber, muss ich sagen. Dass wir auf Anhieb alles hatten für ihn. So, fliegt mich mal auf Anhieb auf die Insel. Bisschen sowieso in die Richtung. Und da ist noch ein Ballon. Ich hoffe, dass man nicht alle Ballons im ganzen Spiel platzen muss, weil sonst müsste ich mir einen Guide anschauen. Spritzkugel! Wasserschaden. Geringen Wasserschaden. You can do it. Oh, schön kombinieren. I like that. Ich finde das super, dass man das machen kann. Und ein Luftangriff! Bam! Oh, mehr Steine. Mensch, wir gehen die Steine aus. Wie kann das denn sein? Ich muss mal Steine craften. Ist eigentlich super billig zu craften. Aber muss ich einfach machen, ne? Das muss ich einfach mal machen. Wasserslime. Toter Slime. Aber droppt mir bitte alles hier. Oder droppt mir nichts. Auch gut. Eigentlich nicht, aber egal. Jetzt ist halt gut. Jetzt sind wir wieder vom Weg abgekommen. Ach, was soll's. Ist er eigentlich im Endeffekt schlicht und der Weg egal. Ist mir ziemlich egal. Musst du mich in Ruhe lassen? Danke. Fällt einfach runter. Ey, da ist noch einer. Kommt der denn her? Jetzt sind wir weg. Jetzt kommt er nicht mal wieder. Und noch mehr Slimes. Oh man. Warte mal, haben wir das schon gemacht? Nee. Das können wir uns auch mal anschauen hier. Was auch immer das hier ist. Erstmal will ich mich hier prügeln. Ich prügel mich gerne mit großen Königinnen Schleims. Warum ist noch ein König? Aber der schläft tief und fest. Noch eine Königin. Hm. Wieso gibt es so viele Königinnen und König-Schleime? Und so viele von denen. Heutzutage wird irgendwie jeder schon König. In dieser Welt würde ich nicht leben. Obwohl, wenn das so einfach ist. Wer sagt, dass ich nicht einfach selber ein Königstein werden kann? Ami, wenn das doch so einfach ist, wenn das doch so viele sind. Vielleicht sind es einfach nur die Stärksten. Warte mal, was ist das hier für ein Kreuch? Oh, ein Silberschatz. Nee, danke. Ich habe mir jetzt vorgenommen, die Silberschätze nicht mehr mitzunehmen. Fürs Erste zumindest, weil ja, ich bin ein bisschen enttäuscht von denen.
habe nicht das Gefühl, dass die so wertvoll sind. Warte, hier ist noch ein Schatz. Wieso glitschen die so rum? Hier? Nein? Wo denn dann? Das muss doch wohl hier sein. Ernsthaft? Ernsthaft? Wo denn? Ja, wo denn? Ich höre was. Silber Schatz. Boah, könnt ihr mal leise sein? Ich muss nachdenken. Okay, ich bin, glaube ich, auf der falschen Seite hochgegangen. Oh, ja, hier ist es. Muss aufpassen, wenn ich da runterfall, bin ich instant tot. Das wäre sehr fatal, sehr unschön. Mhm. It's gotta be worth a fortune. Echt? So viel? Fuck. Und das noch ein Ballon. Oh, getroffen! Hole in one! Oder wieso? Ja, das will ich mal anschauen. Ist das kein Bahnhof? Ist doch ein Bahnhof. Warte mal. Lass mich mal hier runterfliegen, actually. War ich hier nicht? Aber ist doch happy. Dann habe ich das doch schon gemacht, oder? Nee? Die habe ich nicht gefunden. Du kannst bei den blauen Knochenhaufen welche finden. Ja, die brauche ich ja unbedingt, weil mit denen kann ich ja auch den einen Boss, den wir hatten. Rein tun den Golem. Jetzt brauchen wir natürlich auch nicht mehr. Aber hätten. Das impulsive Vandal. 100 Kisten und Töpfe insgesamt zerstört. Cool. Ja, aber ich habe halt keine Ahnung, wo hier so Knochenhaufen sein sollen. Das ist das riesige Problem. Deshalb kann ich das natürlich freischalten. Eventuell muss ich mir da was anschauen online. Ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Und das ist wieder so ein Ding, wo dann diesen Gegenstand nur in einem bestimmten Ort finden kann und sonst nirgends. Ah, warte, hier waren wir auch schon mal. Och, ernsthaft, jetzt schon Rivalenteam? Wirklich? Das ist ja richtig lame. Hier haben wir richtig auf dem Hintern bekommen. Und hier wollte ich noch lang, weil hier hinten. Ja, hier wollte ich überall lang und alles. Ehrlich gesagt, ich gehe hier lang. Ehrlich gesagt, gehe ich hier lang. Und dann ist noch ein Ballon. Gibt es verschiedene Ballons? Oder sind alle gelb-lila? Ich glaube, manche waren nur gelb, oder? Ach, keine Ahnung. Sniper wieder. Alter. Krank. Boah, haltet mal eure Klappen, ey. Ihr seid so nervensägen. Wir sind offenbar angekommen. Ja, in welcher Welt denn? In welcher Welt sind wir offenbar angekommen? Nicht in dieser Welt. Warte mal. Bin ich hier hoch? Bin ich da komplett dran vorbeigelatscht? Können hier hoch. Ach, man sollte eigentlich die... Ah, okay, wir sind dran vorbei. Boah, schaut euch mal von hier aus den Drachenkopf an. Beide vor allem. Warte, von wo ist denn der andere? Warte mal. Hier ist ja der eine? Ach, das hier ist der andere Kopf. Ich finde generell einfach so die Idee voll cool, dass man in diesem ganzen Spiel Dragon Quest Treasures das ganze Spiel lang auf zwei tote Skelette oder Leichen von Drachen, von riesigen Drachen, einfach rumspaziert. Und auch deren Schätze einsammelt. Und generell alles, was sie hier haben. Die ganzen Monster-Slimes, einfach alles ihre Bakterien und was auch immer. Und boah, ich kann dieses Geräusch also nicht mehr hören. Ich weiß nicht, wer das macht von meinen Mates, aber das nervt gewaltig. Ah, deshalb sind die hier auch so hochgelevelt, weil man es jetzt hierher soll. Mhm. Macht Sinn! Tundrako? Is that Co? Ja, Mann. Boom. Ach, Mann, das ist so nervig mit diesen Rivalenteams. Ich finde das übelst unnötig in diesem Spiel. Übelst unnötig. Du kriegst jetzt aber niemanden hier, oder? Kollege, lässt du schon sein, habe ich recht? Danke.
Danke. Heal. Wir haben ja keinen Healer mehr. Komm her, komm her, komm her! Dann bleiben alle bei mir stehen, weil die sehen, dass ich was an Heilung bei mir habe. Futter! Es gibt Essen! Gibt Fütterung. So, und jetzt kämpft für mich weiter. Verstanden. Dann ist gut. So, wir haben offenbar unser Ziel erreicht. Wir sind offenbar unser Ziel angekommen. Mehr oder weniger. Was? Hier ist ein Schatz in der Nähe. Oh, Frostbacke sieht ja voll cool aus. Mit diesem Schneesturm. Oh, die Musik. Hier ist doch der einzige Baum in der Nähe. Hä? Oder nicht? So war es noch ein Baum. Ah, okay, der Baum ist gemein. Diese Rivalenteams, ey, die kotzen mich so an. Ich flipp gleich komplett aus. Freunde, ich flipp gleich komplett aus, ehrlich. Das ist ja schlimmer, als beim Radar einen Meter vor zu sein. Nee, ich will jetzt aber weitergehen. Ich will jetzt die Story progressen. Oh, cool. Start. Was ist das Ding? Coole Rüstung. Okay, können wir die vielleicht einfach besiegen? Rück die Beute raus! Nein! Rück den Tod raus! User Poch, oder was noch mal da stand. Oh, Lebreis! Nehmen wir mit! Jetzt müssen wir dann noch gegen die normalen Gegner kämpfen. Hätte ich vielleicht vorher schnell ausschalten sollen. Was soll's? Böser Bursche. Statt Bursche ist es ein Bursche. Okay. Kriegst du. Bei dem will ich jetzt hochbuffen. Und hier ist ein Königsschleim, der sich versteckt. Warum hat er sich versteckt im Boden? Ist er dumm? Hätte es halt nutzen können, um zu heilen, um zu kämpfen, statt den coolen Auftritt zu machen. Also ich glaube, dieses Rivalenteam spawnt einfach ab und zu. Das ist halt ungefähr auf unserem Level. Wo es ging ja eigentlich ja gerade, ne? Es ging ja noch. Wo müssen wir lang? Lass mal kurz schauen. Ja, eigentlich hier lang, ne? Wo sonst? Aber man begibt sich wirklich. Bam! Fällt es! Mann. Ich will nicht gegen alle kämpfen. Ich finde, das lohnt sich jetzt nicht unbedingt. So, hier ist nichts. Kriegt der gerade Probleme? Ihr kämpft hier wirklich gegen alle. Ihr habt faustig in den Ohren, vor allem der hier. Das will make you feel better. Ich muss viel, viel mehr von denen kaufen, von diesen Heilkugeln. Viel mehr. Aber gut, jetzt gehen wir erstmal weiter. Oh nein, ein Gletschergolem! Mein Erzfeind! Wir haben ihn zwar rekrutiert, also nicht ganz rekrutieren können, aber er wollte unser Team. Der vielleicht auch? Schade. Ich weiß auch nicht, wie die Schädel sind. Keine Ahnung. Die müssen doch irgendwo sein. Vielleicht hier oben. Nein, das macht keinen Sinn. Ach, vielleicht ja doch. Ernsthaft? Noch mehr von denen? Die wohnen ja hier. Kral-Martina-Katze. Hey, das erste Mal, dass wir hier eine Katze haben, glaube ich, oder? Das zweite Mal? Kann man nicht erinnern. Jedenfalls sollten wir uns das merken. Ich dachte, ich bin gestorben oder so. Komm, liegt auf dem Boden. Wir sind fast da. Bis mal da geradeaus und haben wir's. Noch kommen keine weiteren Rivalenteams. Wir haben das erste scheinbar besiegt. Jetzt ist gut. Oh. Oh, oh. Ich nehme schnell auf. Schnell auf. Alright. Und weg mit dir. Oh nein. Schnell heilen. Nein. Oh no. Mehr Heal, mehr Heal. Okay, jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir. Jetzt habe ich die Schnauze dicke. Nicht getroffen, geil. Tschüss. Hau ab, Mann. Tschüss. Boah, Alter, war das knapp. So ein Foxy Jumpscare, aber gerade ist XM geworden. Okay. Und noch eine Schatzkarte. Und ein Schatz, schaut mal da. Das ist eine Schatztruhe. Hinterm Baum. Ist das, was wir versuchen? Nein, oder? Killermaschinen sind ja also auch. Das ist aber ein geiler Schatz. Du scheinst es halt nicht öffnen zu können. Vielleicht sollst du es später versuchen. Was? Und das soll ich mir merken können?
Einer von den Leibgarden gibt mir wahrscheinlich einen Schlüssel dafür, habe ich recht? Oh nein, ich hab's jetzt nicht. Hut, Hut, Hut! Typ mit lustigem Hut will ich in meinem Team haben! Einfach nur so! Oh nein, ich hab's gerade gehört. Was passiert ist? Ich hab's in den News gehört. Hatte alles dabei. Und ich habe ihn leider nicht befreien können, schade. Okay, Freunde. Hier wird's crazy. Bin gespannt, was hier der Boss sein wird. Ich heb kurz alles auf. Und dann machen wir weiter. Hab aber kurz eine Pause gemacht. Und jetzt wieder zu diesem Spiel zurückzukommen, ist wirklich schön. Also wirklich die Grafik. Muss ich nochmal erwähnen, die Grafik ist wirklich schön. Und warum kommt jetzt wieder ein blödes Gegnerteam? Muss das wirklich? Muss das? Weiß er nicht. Was wird das hier? How do you like this? Oh nein, ernsthaft? Ich wollte eigentlich gar nicht kämpfen, aber ich bin auszusehen in deren Sichtweite gekommen. Wir müssen schnell was tun! Ja, okay, zumindest ist da... Ich schon mal down. Okay, nice. Boah, schnell retten. Dann den Schatz. Das ist nur der eine Schatz, gut. All better. Ich hoffe, auf der Switch sieht es auch so gut aus. Weil die meisten werden sich von euch wahrscheinlich auf der Switch holen, falls euch das holen solltet oder es geholt habt. Warte, muss jetzt in die Richtung? Ja, wir sind jetzt fast da. Direkt vor uns müsste es sein. Wahrscheinlich kommt hier eine Cutscene, oder? Oh, hier ist ein Riss! Hä? Wir sind dran vorbei? Warum muss ich mich einfach. Vielleicht muss ich mich einfach nur umschauen. Ich meine, hier ist ein Riss. Hier wird ja irgendwas sein, oder? Oh, der ist ein bisschen stark. Oh, der ist wirklich ein bisschen stark. Bombenhieb? Oh mein Gott, wieso macht er so viel Schaden? Hier. Oh, und da ist noch ein Gegner. Ja, Rival Gang, mir doch egal. Da sind zwei Schleims. Müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht von denen ablenken lassen. Ich weiß nicht. Bestimmt da hinten ist es richtig, wo wir hin sollen. Die Map zeigt es halt gerade nur grob an, leider. Also kann ich nur grob schätzen, wo es lang geht. Hier ein bisschen futtern. Kann ich nicht wirklich füttern irgendwie? Ja, gedrückt halten kann ich die füttern. Ich weiß aber nicht mit was. Weiß leider nicht, wie das so wirklich funktioniert. Aber mich nervt das, dass ich eure Leben ganz oft niedrigen Zahlen sehe. Und schaut mal, was ich da sehe. Ernsthaft? Ach komm, was passiert denn jetzt die ganze Zeit? So, ihr weckt die beiden jetzt hier hinten nicht. Lasst das einfach liegen, ist egal. Wir wollen jetzt nur die Story machen. Und dann können wir wieder abhauen. Auch ruhig mit einem Flügel oder so, wenn es sein muss. Ja, den Schatz hinten merken wir uns. Was ist? Hier ist auch ein Schatz? Den wir suchen oder ein anderer? Also hier ist auf jeden Fall ein Schatz. Sammeln wir den mal ein. Oh, das ist der, den wir suchen. Oh, so einfach. Der Lapisschwanz. Der war hier einfach in dem Riss vergraben. Damit haben wir schon 3 von 7. Ein seltsamer, wie ein Schwanz geformter Stein. Er scheint eine gewaltige Kraft in sich zu bergen, die sowohl wunderschön als auch von robuster Rauheit ist. Okay. Dann hauen wir jetzt ab. Moment. Da ist noch ein Schatz, den hätte ich gerne. Also eine ganz normale Truhe halt. Oh, und wir sind unter Beschuss. Grandioses Gegenwehrgratin. Erhöht die Chance, Angriff zu blocken enorm. Wo sind sie? Oh. Welchen Level sind die? Nein. Wisst ihr was? Yay, schön. Das lassen wir sein. Wir haben 7 Flügel. Wir können ruhig mal einen verwenden. Weg hier, abhauen. Freunde, 3 von 7 haben wir jetzt schon. Nur beim ersten gab es einen Bosskampf. Nee, warte, stimmt. Beim ersten gab es auch nicht wirklich einen Bosskampf. Den haben wir irgendwie geskippt. Aber da werden wir auch noch hingehen, wenn wir wieder stärker geworden sind. Und wir haben eine Statue von einem einsamen Schwertkämpfer. 1,2 Millionen. Eine Statue, die den Nachfahren eines reisenden Kriegers darstellt. Und eine ikonische Figur von einem weiteren Dragon Quest Protagonisten, vermute ich mal.
Okay, der ist bestimmt sehr viel wert. Statue des Helden von Alefgard? Oder Elefgard? Keine Ahnung. 6 Millionen! Die Statue eines legendären Helden. Ja. Ey, die brauche ich. Wenn es das in Real Life gibt, ich brauche das. Schleimeieruhr. Der ist eher eine Sanduhr, oder? Fast 300.000. Eine Sanduhr, mit der man genau 3 Minuten messen kann. Ja, also keine Eieruhr. Weiß ich, warum das da steht. Sehr schön. Die neuen Mühle, die wir zugemacht haben, bei der kleinen Reise, den kleinen Abstecher, die schmecken. Und was noch mehr schmeckt, ist, dass hier poliert wird. Die Katzbeigerrobe. Oder der Mantel. Hä? Und der Schatten. Von Schatias. Ja. Der scheinbar auch. Ach stimmt, das haben wir auch noch gesammelt. Ach nee, warte, das waren die besonderen Schätze jetzt, die wir gesammelt haben. Das war nicht poliert, sorry. Aber den Text sollte ich sowieso schon gelesen haben. Macht also nichts. 12 Millionen. Not bad. Irgendjemand... Ah, jetzt kommt das mit dem Polieren. Okay. Okay. Ja, fast 1 Million mehr. Nett. Und klar, man kann nicht 2 Sekunden feuern, ohne das andere ein Stück vom Kuchen haben wollen. Wir sind wieder unter Beschuss. Eric, ich weiß, du hast letztes Mal versagt, aber ich vertraue dir. Diesmal wirst du nicht versagen. Du übernimmst das. Take care. Wir schaffen das. Und dann gehen wir ins Gewirr. Das haben wir auch noch nicht gemacht, oder? Haben wir es gemacht? Ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube nicht. Team die Kessenclowns. Ah. Hermes gut. Nein. Der kam extra mit Expressversand. Die kriegt er nicht. Give us your best shot. Oh mein Gott. Sind die denn Level? 32. Na gut, wir sind aber auch schon fast 32. Und, Trani war sogar 33 schon. Eigentlich geht das voll. Machen wir so viel Sorgen, weil ich irgendwie geistig doch das Gefühl habe, wir sind noch in den 20er Bereich, aber nein. Nicht wirklich. Das kriegen wir hin. Bam, 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 bam. Weg mit den blöden Slimes. Aber ich darf nicht sterben. Wichtig, hier unser Anführer. Ohne Anführer gibt es keine Truppe. Zumindest ist es in diesem Spiel so. Boah, und gewonnen. Ah, nee, da hinten ist noch einer am Chillen. Ja, zu lang gechillt, Kollege. Gehört? Energieschub. Ja, den wirst du auch nicht mehr brauchen können. Weggestampft. Auf dem Fuß. Aua. Mit C. Das gibt Schmerzen. Und für uns? Den Sieg. Amateurs. Sehr schön, sehr gut. Okay, verteidigt. Und dadurch hat er jetzt einen Bonus? Joa, oh, plus 2 Millionen. Oh, ist er schon bei 4? Crazy. Okay, was? Teamminuten? So. Ach, das kann man sich nochmal manuell anschauen. Beim nächsten Mal sollten wir es hoffentlich haben. Wir sind sehr nah dran. Wir sind wirklich sehr nah dran. Bisschen über 10 Millionen noch. Ach, hier kann man auch seinen Banner ändern. Ja, nehmen wir den neuen, warum nicht? Einsätze überprüfen. Monster im Einsatz. Du kannst Monster-Teams quer durch Drakonien schicken, um nach Beuteausschau zu halten. Warum wird mir das jetzt gesagt? Nee, nicht mal. Ich muss ja extra ins Menü geben, das zu sehen. Wenn der goldene Schnitt hoch genug und das Glück auf deiner Seite ist, kommen sie nicht nur mit Materialien zurück, sondern auch mit Schätzen. Sie könnten außerdem besondere Informationen zutage fördern, die sie nach ihrer Rückkehr an dich weitergeben. Okay. Jetzt einsetzt jemand keine Mitglieder. Sprich mit Herrn Schlambrosius. Wer war das nochmal? Team umbenennen, Geschenkcode. Da fahren wir jetzt keiner ein. Lassen wir das erstmal. Okay, gut. Ist bei dir was Neues? Was gibt's denn in der Kantine Neues? New dishes. Das hier. Ich weiß nicht, was das ist, aber danke. Naja. Ja, ich brauche mehr Kugeln, aber die hole ich mir gleich aus. Weil es uns so lange dauert immer. Ja, ich weiß nicht. Die sind alle so schwach. Wisst ihr, was ich meine? Flutschi. Nein, Mann, ich brauche euch alle wirklich nicht. Ihr seid mir einfach zu weak.
Und die anderen kann ich leider nicht einstellen, weil mir was immer fehlt. Das ist wirklich ärgerlich. Blaubula wäre natürlich jetzt nice im Team zu haben. Oder jemanden wie Mortus. Aura. Der Drink. Den können wir machen. Ist das der gleiche? Zwei aber auch davon. Und irgendeine andere Substanz, die wir nicht haben. Okay, ich kaufe kurz mal zu Google ein. Ich lerne nämlich nicht mehr so viel. Ich tu mal jetzt die nächste Mission mit dem vierten Stein schon mal auswählen. Also unser aktuelles Ziel. Und wir erkunden jetzt das Gewirr. So, hier ist das Gewirr. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an. Also, na klar. Na klar, da muss ich jetzt mal speichern, du. Und jetzt versuchen wir es. Fundestufe 30. Wir sind fast 30. Also, der Charakter 31, die anderen so 29 um den Dreh. Wird schon. Ich habe sehr, sehr viele Kugeln nochmal eingekauft, wie ihr sehen könnt. Ich habe es versucht. Und ja, ich habe die gekauft, weil wir haben ja so viel Geld und das nicht ausgegeben. Deshalb, warum nicht einfach unser Geld benutzen, um diese Kugeln zu holen. So, das können wir mal machen. Wuchtschaden, ich weiß nicht, was gut gegen die ist. Das scheint schon mal nicht schlecht zu sein. Es geht ab, Kollege. Ey, haut einfach ab von mir. Bam! Ja, okay, die können nichts. Generell habe ich das Gefühl, dass die Orks nicht wirklich so gut können. Die wirken mir sehr schwach. Haben die aber auch schon immer. Oh, das sind noch mehr von euch. Hallöchen. Schön Backstabs. Ich habe wirklich das starke Gefühl, Backstabs machen mehr Schaden. Wenn man die natürlich landen kann. Oh, 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 der war nice. Oh, wie er rumgesprungen ist, habt ihr gesehen? Und wir springen ins nächste Portal. Und noch mehr Orks. Und auch wie eine Krempensau. Böse Magier sind das. Böse Hufflepuff oder Gryffindor. Schweine. Schnell verschwinden. Nicer Shot. Und du. Du hast ausgenockt. Mit der Hand. Tschüss. Hat geklappt. Und bam. Oh, noch mehr. Okay. Hab ich nichts gegen. Wo die Hände sind auch ein bisschen böse. Weil die haben viel Verteidigung. Und wenn man nicht aufpasst, können die einen sehr schnell verletzen. Also die Hände sind eine der stärkeren Gegner in dem Spiel, würde ich behaupten. Ja, und Rassel, ich weiß nicht, warum ich Rassel noch mittrage. Das ist wirklich nicht. Die leuchtet schon. Feuchte Handmedaille. Aha. Ja, Zahniball, du hast noch einen Slot frei. Nimm ihn. Spaß. Und du kriegst ein paar Heals. Das ist nämlich dringend nötig. Euch geht's gut? Ja. Ja. Euch geht's gut. Weiter geht's. Bam, 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 bam. Ich hab ehrlich gesagt keine Sorgen hier bei diesem Gewirr. Ich glaube, das kriegen wir hin. Vor allem noch den letzten. Eine heilige Kraft erfüllt dich. LP und verbündete LP werden nach und nach aufgefüllt. Also Leben. Ja, toll. Warum habe ich denn geheilt? Na, passt schon. Bisschen Heilung war ja auch nicht schlecht. Und es geht ja hier direkt weiter mit bösen Katzen und ja, ein paar weiteren Monstern. Die können alle nichts. Warum sind wir so stark? Ist das wirklich die Medaille oder sind wir einfach stark geworden? War auf jeden Fall nicht schlecht, dass wir erst jetzt hier hingegangen sind in dieses Gewirr. Und nicht schon, als wir es freigeschaltet hatten. Da waren wir noch so um die 5 Level niedriger. Und jetzt haben wir wieder Golems und Umbras. Die sind natürlich. Die Schatten und die Golems sind natürlich sehr stark. Wie wir sehen können. Holy! Was geht da ab? Nimm den Heal. Ich will nicht die heilen. Ich weiß nicht, ob das geht, aber wenn ja, dann muss ich das verhindern. Auf jeden Fall. Nimm das und bleib stehen, bleib stehen. Weil ich den ausschieße, ist natürlich weg. Dann ist natürlich weg. Wechseln auch diese Gegner, wenn ich sie gleich fertig erledigt habe. Ja? Take this! Oh, mit dem Rücken. Aber mir tut das nichts. Ich bin nicht nur ein einfaches Kind. Ja? Ich bin die Son Goku-Abklatsche. Und du kriegst jetzt zu spüren mit mir. Oh. Noch einer, der sich
getraut. Aber das war ein Fehler. Oh, und noch mehr. Ruhelose Rüstung. Ja, ruhelos, weil der gegen uns kämpfen muss. Nice. Der Golem sollte mal Level 30 erreichen. Das fände ich schön. Aha. Ja, gewöhnt euch auf jeden Fall nicht zu sehr an eure Teammitglieder. Ihr müsst sie ab und zu mal ändern zu stärkeren. Weil die Early Gegner, die haben halt nicht so krasse Sets, wisst ihr? Bei Pokémon ist es ähnlich. Würde ich behaupten. Und das Spiel ist auch ähnlich zu Pokémon. Von daher. Okay, ich sag das zwar immer, aber eigentlich ist es ja nicht so ähnlich. Eigentlich nicht. Okay, aua. Aber ich kann so draufgängerisch sein. Die machen mir kaum Schaden. Ich habe wirklich sehr viel Verteidigung mittlerweile. Das macht mir nichts aus. Also einfach weiter drauf. Ich mag die Animation auch sehr in dem Spiel. Das muss man den auch mal lassen. Sehr anschaulich. So, vorletzte Ebene, glaube ich. Ging noch immer bis 10, oder? Ich glaube, es ging noch bis 10. Oh, hi! Eine Raststätte. Hallo, mein Kleiner. Mit der Brille. Oho, Flatter. Ich bin ein Handelsreisender. Hätte ich nicht gedacht, dass ich hier unten auf Kunden stoße. Das muss Schicksal sein. Also brauchst du irgendwas? Was ist das denn so? Hm? Ganz viele Bomben? Peng-Bombe. Nee, passt schon, ist okay. Aber danke für dein Angebot. Gehen wir hinein. Die starke Präsenz eines Bosses. Welcher Boss wird es sein? Niemand geringeres! Als... Ja. Was zur Hölle? Das sieht ja ganz anders aus als die anderen Bosse. Wow. Ja, das dachte ich mir auch gerade. Ein riesiger Löwe. Oh oh. Und jetzt ist er wach. Ah! Ist hier gelandet? Ja, leider auch. Ein legendärer Löwe. Ist das überhaupt ein Löwe? Hat Hörner. Feuermähne, Stufe 30. Wächter der Asche. Wer ist hier der Boss? Achte bei Bosskämpfen auf deine Umgebung. Suche nach seinen Schwachstellen und warte auf eine Gelegenheit zum Angriff. Porkus und Schnursula haben eventuell weitere Tipps für dich. Okay. Mach ich denn den Schaden? Oh mein Gott, aua. Oh mein Gott, sind die schwach. Meine Teammitglieder sind ja richtig schwach gegen den. Vor allem Rastell, schaut mal. Wir machen hier, glaube ich, gar keinen Schaden. Machen wir einen Schaden? Doch, Alter, super wenig, aber. Ich glaube, der Kampf macht mehr Sinn, wenn ich ihn alleine bekämpfe, weil ihr seht ja, es lohnt sich nicht die ganze Zeit zu heilen. Sollte es wirklich vielleicht alleine versuchen. 40 Schaden. Oh, das war aber ein netter Schaden. Bonus. Vielleicht von hinten. Der stinkt da hinten so richtig. Schön seinen Arsch reinschieben. Das Schwert. Bam. Ja, nee, das hat nicht gut geklappt. Wie gesagt, wir machen zwar Schaden, aber es ist auch wirklich nicht... Hölle. So viel. Die Felstrümmer treffen den Fall. Das könnte eine Chance sein, um den Spieß umzudrehen. Okay, Angriff. Warte, was macht der? Vielleicht können wir ihn dazu bringen, etwas hineinzukrachen. Okay, wir verstecken uns einfach hier hinter diesen Felsen immer. Oder? Vielleicht. Oh, vorne ist besser. Vorne gerade war besser. Ach nee, wir sehen jetzt die anderen an. Das ist so blöd. Kann ich Rastell eben heilen? Komm, rase mich rein. Du willst es doch auch. Oh mein Gott. Hat geklappt. Jetzt Angriff. Okay, das wird ein langer Bosskampf. Ich mache ihm ja kaum Schaden. Was wird denn das? Ich bin nicht so eine Situation wie letztes Mal. Aber das finde ich voll episch. Das ist nicht einfach nur so, ja, weißer Raum, Bosskampf, mach ihn fertig. Das hier fühlt sich an wie der allererste richtige Bosskampf in diesem Spiel, wenn ihr mich fragt. Vom eigenen Mechanik und alles. Hier haben wir noch einen Stein. Okay, kommt her. Kommt her. Die halten tatsächlich relativ lange aus, meine Freunde. Und du, natürlich heile ich die auch, aber es ist nur wahr. Dennoch.
Oh, Golem, Golem! Nimm meinen Heal! Gut. Kommt der her? Kommt der her? Freunde, ihr müsst zu mir kommen! Ich kann deren Abilities nicht benutzen. Ja, der killt die langsam. Hey, komm mal zu mir! Mein Freund! Ich bin doch bestimmt interessanter für dich! Oh. Oder wir machen es so. Ja, ich bin nicht so schnell, deshalb muss ich. Schießen, ja. Was hat er denn für eine Leiste? Hä? Schaut mal, der hat eine neue Leiste da oben. Oh, und Rassel stirbt. Nein, Rassel. Okay, okay. Komm her, komm her. Trau dich ruhig. Was ist denn? Ah, hier. Da, seht ihr, hat eine neue Leiste bekommen. Ah, da, das ist eine Schwachstelle. An seinem Amulett vorne. Oh, oh, wie viel aber auch. Okay, jetzt verstehe ich das. Da muss in die Dinger reinrahmen und da müssen wir uns vor ihn stellen. Jetzt verstehe ich diesen Kampf erst so richtig. Komm her, komm her, komm her, komm her. Und boom! Angriff! Bam! Bam! Jetzt blinkt das auch so. Bam, bam, bam! Oh, sehr nice! Wie er guckt. Jetzt macht der Kampf aber wirklich Sinn. Schon die Hälfte weg. So schnell kann es auf einmal gehen. Dann haben wir noch zwei Felsen. Danach müssen wir uns ohne diese Taktik irgendwie rumschlagen mit ihm. Boah, ich hab nicht mehr so viel von den Kugeln. Komm ruhig her! Mist. Mist, Mist, Mist. Komm schon, ich muss treffen. Ich muss hier das Amulett treffen. Ich treffe aber nicht. Komm her, komm her. Nein, da bin ich getroffen. Komm schon! Bam! Boah, sehr schön, wir können auch so treffen. Bam! Was? Wieso ist er nicht betäubt? Oder ist er jetzt doch betäubt? Nö. Hä? Wir können aber auch so treffen. Das ist ein richtig epischer Kampf. Oh, schau mal seine Anzeige da oben. Er ist erschöpft. Er wird langsam erschöpft. Mist. Nicht getroffen. Was? Ich kann meine Truppe sagen, kommt her? Seit wann das? Das wurde mir gar nicht gesagt im Spiel. Was zur Hölle? Ich erlerne hier gerade neue Abilities. Gefühlt. Jetzt draufhauen! Guck mal, den Schuh weiß sogar, was wir tun müssen. Ja! Bam, bam, bam! Okay, okay, okay. Gut, gut, gut. Jetzt langsam drauf schießen. Und aua. Und jetzt wird er mir sterben. Golem vielleicht. Oh, 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 oh. Ja, ein paar von denen. Ein paar von denen hat er noch. Ja, ich will die aber nicht verschwenden. Ich will lieber warten, bis ich ihn treffen kann. So treffen kann. Ja, komm, das war so, das war so. Und, komm schon. Bam! Feuertänzer. We did it, Freunde. Wir haben es geschafft. In unter 10 Minuten kriegen eine Medaille. Und das war's. Der Feind hat offenbar etwas fallen gelassen. Sanguinitbrocken. Okay, also für Sanguinit war das alles. Ja, auch nicht schlecht. Die brauchen wir sowieso. Von daher nicht schlecht. Und eine Kiste gibt's obendrein auch noch. Unglaublich, wie groß dieses letzte Monster war. Wie auch immer, werfen wir einen Blick in die Schatztruhe. Ich wette, da ist noch so ein Dingsbums drin. Oh, oh, oh. Puh, Tatsache. Das Saphirauge wird seit undenklichen Zeiten von einer uralten Bestie bewacht. Warte mal ganz kurz. Du willst mir sagen, das Gewirr freischalten bringt uns zu einem Stein und das Gewirr schaffen nochmal zu einem anderen Stein? Wie schnell geht das Spiel bitte? Durch, rack, zack, geht ja alles hin und her. Ihr könnt schon den fünften Stein machen, oder wie? Was soll denn der Text? Die Karte, die den Weg zu ihrem Versteck weist, ist im Besitz eines bestimmten Kommandanten, der zurzeit in der Wüste dient und aus einem Land voller Böen und Wirbelwinde stammt. Da habe ich schon eine Vorahnung, wo wir hin müssen. Hier geht es um das Saphirauge, aber was hat es mit dieser uralten Bestie auf sich? Klingt nach einem üblen Kunden. Ja, für den würde ich nicht arbeiten wollen.
Stimmt, obwohl ich fürchte, dass sich eine Konfrontation nicht vermeiden lässt. Trotzdem kann ich mir gut vorstellen, wer dieser Kommandant ist. Right. Begeben wir uns zum Wüstenlager der Syphanianer und unterhalten uns mit ihr. Wisst ihr schon, wem? Werden wir dann sehen, glaube ich. Okay, Tafel des Augenauftreibers. Eric und Mida gehen hinaus. Nein. Wir haben ja gerade erst noch die andere ausgewählt. Aber das war wirklich episch. Das hat mir wirklich sehr gefallen. Boah, so viel in einem Part. Mein Gott. Und die sind da unten noch nicht fertig, oder? Können wir da kurz mal nachschauen. Aber ich meine, die wären hier noch am Handwerken. Ja, wirklich. Die brauchen noch ein bisschen. Vermutlich, wenn wir den nächsten Stein haben. Jawohl. Nee. Wenn wir unsere nächste Stufe erreicht haben, dann. Okay. Dann schaue ich mal, ob wir noch ganz schnell irgendwo hin können. Kurz eine Mini-Quest oder so erledigen können für den Rest der Folge. Ansonsten war es das. Okay, wir müssen noch nach heiße Höhen reisen. Im Hitzegrad, weil ich habe gesehen, dass es aus irgendeinem Grund hier noch eine Mission ist. Die Aussicht genießen oder sowas. Ich weiß nicht genau, wo ich das mache. Ich stehe eigentlich direkt da drauf. Vielleicht von unten. Bin mir nicht genau sicher, was das hier für eine Mission war, aber genau hier ist eine Mission. Laut Map. Nein, oben. Hier ist noch nichts. Oh, da oben ist aber was. Schöner Zufall. Oh, das kann aber sein, dass gemeint ist, dass wir da hoch sollen, auf den Berg. Obwohl, nee. Dann wäre es ja hier. Nee, das ist wirklich hier oben. Ich schaue mich nochmal um. Ich muss übersehen. 400 Meter? Nein. Hier? Nee, andersrum. Okay. Genau über mir. Ja, genau über mir. Das habe ich nicht gesehen. Wie komme ich da hoch? So vielleicht? Das ist schon mal ein Ansatz. Boing. Aufpass. Nicht den Kopf anstoßen. Ich sehe nichts. Boing. Das klappt. Ich glaube nicht, was man so machen soll. Aber egal. Okay. Ich weiß nicht, von wo wir diese Mission bekommen haben, aber wir haben hier die Mission nicht abgelöst. Geschafft. Okay. Ich weiß wirklich nicht, von wann die Mission war. Hier oben an dieser Spitze ist übrigens noch ein Gewirr, was ich aber jetzt noch nicht machen werde. Hä? Das war nur so eine Dings-Mission? Oh, das ist ja lame. Warum wird die denn so als eine richtige Mission angezeigt? Hm, aber das können wir doch eben machen. Das können wir eben machen. Wenn man am Anfang von diesem Gebiet hier, ne, mit dem Strom, mit dem Flugstrom fliegt, haben wir hier noch eine Kiste mit einem dunklen Reisrezept. Oh, so finster, so dunkel und heim. Ich hab Angst. Oh, und ganz wichtig. Hier bei dieser Treppe. Da hinten noch ein Ballon. Ich habe auch ganz am Anfang noch einen Ballon gesehen, aber der ist ein bisschen weit weg. Deshalb wollte ich ja noch nicht hinrennen, aber hier war auf jeden Fall nochmal einer. Ja. Oh, und direkt da drüber nochmal einen Schatz entdeckt. Ja, klar. Wenn ich schon mal hier stehe, bitte noch einen Weg. Grab ich das noch eben aus. Warum nicht? Krieg nichts dagegen. Oder? Looks pretty valuable. Und hier drüben ist der Kerl auch schon. So, ein bisschen doof, wenn ich immer hinrennen muss, aber passt schon. Was gibt's denn? Oh, du schon wieder. Du suchst was, oder? Genau. Wie bitte? Du suchst nach der Karte des Verstecks des Uralten. Wie hast du davon erfahren? Ich wette, du weißt gar nichts über den Uralten, oder? Tja, dann erzähle ich dir mal was. Der Uralte ist der legendäre Wächter aller Schätze in diesem Land und all seine Reichtümer gehören uns. Ganz allein uns. Wenn du also denkst, dass ich dir diese Karte gebe, hast du dich geschnitten. Ach Mann. Aber sie kann uns helfen. Hi. Hallöchen, Brisela. Vielleicht möchtest du uns verraten, wo wir die Karte kriegen. Oh, hallo, Eric. Ich wollte ja nicht lauschen, aber ich habe zufällig mitbekommen, wie du mit dem Captain geredet hast. Wir scheinen suchte die Karte des Verstecks des Uralten, richtig? Das hätte ich mir schon gedacht.
Tja, da kann ich helfen. Ich weiß, dass wir eigentlich Rivalen sind, aber egal. Auf meinen Raten versuch nicht, Kapitän Levanta umzustimmen. Er ist ein absoluter Sturkopf. Aber selbst er muss die Befehle seiner Vorgesetzten ausführen. An deiner Stelle würde ich also direkt zu Prinzessin Anemon gehen und sie dazu bringen, euch zu helfen. Sie müsste eigentlich gerade auf dem Drachenschädel sein, um die Ruinen am alten Brocken zu untersuchen. Und zum alten Brocken zu gelangen, begibst du dich erst zum unteren Ende des Lifts auf dem Drachenschädel und gehst dann durch die Tür zu deinem Linken. Die Prinzessin wird euch sicherlich gerne helfen. Okay. Auge der Bestie. Das ist es hier. Ach, wir haben jetzt schon die Sachen für das Auge angefangen. Ups. Mein Fehler. Ja, das war mein Fehler. Sorry. Genau, das machen wir aber noch nicht beim nächsten Mal. Sondern andere Sachen. So, zum guten Schluss habe ich noch gesehen, hier drüben gab es noch einen Schatz mit einem mittlerweile relativ einfachen Gegner. Das können wir zum Abschluss noch eben einsammeln. Da ist er. Oh, der Gegner ist abgehauen. Wir waren Golem eigentlich. Oh, nevermind. Der Golem ist wieder da. Ah, die anderen kriegen das auch alleine hin, oder? Sandbeere, eine Wüstendelikatesse voller Vitamine fürs Kochen. Schön, auch mal was Neues zu finden. Und ihr kämpft währenddessen. Ich hole mir hier die Vater Morgana-Kugel. Blendet ein Gegner. Ja, das glaube ich dir mit dem Namen. Okay. Gut. Hä? Welcher Onyx ist denn hier gestorben? Und diesen Schatz? Ah. Na gut. Nimm mich mit. Yes. Achso, und wir haben noch zwei Schätze. Stimmt. Fast vergessen. Oh, sieht der cool aus. Alright. Statue eines Grimoires. 360k, die Statue eines Monsters. Ja. Und Statue eines Miaugias. Geil, 50k. Ja, nice, gefallen mir. Sieht cool aus. Bin gespannt, aus welchem Game die sein werden. Oder sind. Ja. Okay. Ja, Freunde, das war's für heute. Eyes on the prize. Das ist unser Gesamtwert. Magnificent stuff. Splendid work. You can find some different treasure now.